Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Eye of the Beholder Teil 2. So wirklich viel aussortiert habe ich nicht. Ich habe nochmal drüber geguckt, wegen Magisch und so, bezüglich vor allen Dingen Dolche und Steine, dass wir dort so das beste Anschlag haben. Die Stäbe werden wir vielleicht auch noch irgendwann benutzen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal nochmal weiter im Keller vom Tempel Dark Moon um. Weil ich bin mir noch immer nicht ganz so sicher, dass wir dort sind, wo wir sein sollen. Aber das kommt vielleicht noch. Bodenplatte. Ja, okay, wir lernen, wie wir mit Bodenplatten umgehen, glaube ich. Ja, korrekt. Check. Das sieht schlüsselig aus. Da geht's irgendwie weiter. Sachensucher, was ist das für ein Geräusch? Es hört sich an, als ob im Süden jemand wimmert. Wir haben ja auf jeden Fall mal einen grauen Schlüssel. Die Steine müssen weg. Jetzt haben wir zwei graue Schlüssel. Das war ein unmagischer Stein. Der kann mal kurz hier bleiben. Schlüsselloch. Ich habe nach rechts gedreht. Spiel überlegt an was. Sachensucher, es kommt von dieser Tür. Eine Stimme innerhalb der Zelle wispert, bitte helft mir. Vorsicht. Wachen überall. Ja. Moment. Moment, nichts überstürzen. Spiel muss noch kurz überlegen. Dann sind wir handlungsfähig. Dann können wir Dinge tun. So, ich denke mal, hier lernen wir, wie man Schlüssel benutzt. Weil der graue Schlüssel so ziemlich nah am Schlüsselloch lag. Aber halt mal noch ganz kurz durch, ja, Wachen überall. Eine Wache entdeckt die Party, sie hustet verärgert. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Bleibt stehen! Nein, wir werden tanzen. Denke ich mal. Zuerst vielleicht mal so ein paar Wachen ausschalten. Nicht, dass der Gefangene oder die Gefangene da nochmal direkt ins Kreuzfeuer kommt. Ja, ich habe den Dolch gehört. So war das nicht geplant mit deiner Bewegung. Ja, das können wir gerne ewig so weitermachen. Der hat noch irgendwas verloren, oder? Es gibt einen Geheimgang in der Nähe, sagt Tenny. Und Mikes Segen läuft auch. So, wir haben nochmal Dietrich hier gefunden. Stein bleibt hier. Geheimgang. Ah ja, danke. Ah, da geht's auch wieder nach unten. Wir könnten theoretisch auch noch nach oben gehen. Aber da müssten wir Stress mit dem Priester anfangen. Fässer konnten wir mal zerlegen. Aber hier war scheinbar nichts drin. Da ist wieder Essen drin. Kann hier bleiben. Was ist das? Magischer Staub. Spiel, wo sollen wir das alles noch unterbekommen? Ist auf jeden Fall magisch, der magische Staub. Leg mal den Stein da ab. Ich will mich noch nicht von allem essen trennen. Wir trennen uns von Steinen. Da ist nochmal Essen. Ja, Nahrungsration. Okay, hier geht's runter. Wir hatten ja noch einen anderen Raum nicht aufgesperrt, ganz am Anfang. Den Dolch hätte ich gerne. Ja, gib mal das Diebeswerkzeug an irgendjemand anderen. Keine Ahnung, ob wir das jemals brauchen werden. Aber wir lassen dafür mal einen Stein hier. So, wir werden jetzt sowieso noch einen Schlüssel los. Denke ich mal, hoffe ich mal. Wir machen das mal Handy-Dinge. Klappt nicht, okay. Nicht anspringen, wir kommen in Frieden. Das Spiel hat sich selbst gedreht. Bist du Insal? Ich danke euch für eure rechtzeitige Rettung, ihr Helden. Ich bin Insal, der Schnelle. Ich suchte in diesem Tempel Zuflucht vor den Wölfen des Waldes. Kaum, dass
ich mir etwas Nahrung lieh, haben die Kleriker mich überwältigt und in diese Zelle gesteckt. Befreit mich und ich werde euch begleiten. Ihr löst seine Ketten. Darf er euch begleiten? Natürlich, das ist doch der, den Kelso, der entführte Gelehrte oder getötete Gelehrte, als Führer engagiert hat. Der kann uns vielleicht Hinweise geben. Ja, ich will den mitnehmen. Sehr weise. Ihr werdet es nicht bereuen. Übrigens, habt ihr etwas Essen und Waffen für mich? Ja, haben wir. Wir haben sogar eine Rüstung für dich. Helm glaube ich nicht, aber man kann ja nicht alles haben. Sieht irgendwie aus wie ein Kind im Pampers, aber ja. Wir schauen mal, was er so kann. Du siehst irgendwie spooky aus. Mike, sei mal nett und benutz mal. Wieso hast du. Nein, schau mal mir. Heilung kommt später, lass mir mal kurz. Obwohl, wir schlafen jetzt erstmal und dann können wir den jungen Mann ja noch anziehen. Rasten, jung. So, und dann schauen wir uns an, was er kann, was er tut, was er will. Wir hatten ja eh noch einen Platz frei. So. Alle ausgeruht, Alibi. Beim Aufwachen bemerkt ihr die Abwesenheit von Insal. Nein, uns fehlt ein Schwert. Du gottverdammtes Stück Halbling. Ein kurzer Blick zeigt, dass Ausrüstung gestohlen wurde. Du gottverdammtes... Ich wurde schon in Isha 1 von einem Diebe richtig betrogen. Ja, dann nimmst du erstmal die Zweihandwaffe in die Flossen. Was fehlt denn sonst noch? Ich glaube, Essen fehlt. Du gottverdammtes Drecksviech! Der muss dann auch ein Dieb gewesen sein, weil wir das Diebeswerkzeug gefunden hatten. Pergament. Ich... Können wir das bitte lesen? Ich glaube, Spiel überlegt, Tanja. Mutige Abenteurer, musste leider schon gehen, denn ich brauche Sternenfeuer für mich. Ich nahm ein paar Sachen, die ihr sicher nicht braucht. Viel Glück, Insal. PS, dieser Platz ist voller Rätsel. Schaut euch die Nordostwand meiner alten Zelle an. Du... Du... Ich hätte gedacht, wenn er jetzt ein hochleveliger Dieb ist und dann haben wir halt zu Henny noch eine Alternative. Das tolle Schwert. Verdammte Kacke, so wollte ich das nicht. Wir nehmen den Brief mal noch mit. Also die magische Rüstung hat er uns gelassen. Ich glaube, das war die magische Rüstung. Die wollte ich ihm anziehen. Ich hätte ihm alles gegeben und er betrügt uns. Oder das war die... Nee, hä? Das war wieder Sachensucher, okay. Das war auf jeden Fall die magische Rüstung. So ein... Okay, Nordostwand. Norden. Hä? Da stand doch Nordostwand. Hä? Ist leider schon gehen. Voller Rätsel. Schaut euch die Nordostwand meiner Zelle an. Also wir hatten auf jeden Fall schon eine Geheimwand gefunden. Kriegen wir hin. Diese...
Vor allen Dingen, der wird noch in der Vorgeschichte erwähnt. Aber ja, als ich habe schon wieder den Namen vom Gelehrten vergessen. Als von Kelso, also Kelso hat ihn ja als Führer mitgenommen gehabt. Und als er ihn entlassen hatte, muss er schon so ein bisschen mürrisch reagiert haben. Aber kann nur jeder mal einen schlechten Tag haben. Also ich glaube, hier in seiner Zelle ist, glaube ich, nichts. Vielleicht meint er wirklich das, was wir vor der Tür gefunden hatten. Ich klicke auch gerade noch mal ein bisschen wegen Knöpfleins. Aber nö. Ja, das ist im Norden die Ostwand. Das könnte schon passen. Du, ich will dir einfach deine Pampers noch mal langziehen. Ich gehe mal noch zurück zu der Tür, an der wir mal waren, ohne Schlüssel. Oh, hi. Hallöle. Zack, Seite. Ups. Seite. Ich war schon weg. Seite. So, da ist er tot. Orientierung. Nee, das war der Essensraum. Dann kamen wir mal von hier. Genau, da ist die Tür, die ich suche. Wo kommen die Schritte her? Ah, Handy, du darfst nochmal Handy-Dinge versuchen? Nein. Dann Schlüssel. Funst. Yep, kommen Sie mal raus. Oh, gleich mehrere. Bitte bleibt en bloc. Nein, tun Sie natürlich nicht. Jetzt sind wir eingekastet. Das ist uncooles Gefühl. Einer tot. Seitschritt. Hauen. Seitschritt. Verwirrt sein. Seitschritt. Ja. Aua. Wieso schlägst du mir Mike? Das ist kein netter Zug von dir. Das werde ich nicht dulden. So, Mike, gib dir mal ein leichtes Wundenheilen. Moment mal, das ist doch jetzt die Tür, die wir aufgemacht haben, ja. Ich war nur verwundert wegen der Steine da drin. Die könnten halt auch von uns sein. Nehmen wir mal mit und schauen, ob die magisch sind. Henny, der Hebel schließt das Loch, aber ist nur ein Teil der Falle. Was meinst du damit, Henny? Dass dann unter mir ein Loch aufgeht? Wir schauen mal kurz. Sehen wir hier irgendwo noch einen Knopf? Nein. Das Loch ist zugegangen. Macht das das Loch wieder auf? Henny, das Loch hinter uns hat sich geöffnet. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und wir haben gerade ein etwas größeres Problem. Magiegeschosse. Mach mal Dinge. Wir drücken mal, wie viele Dinge? Segen wollte ich halt ehrlich gesagt öfters mal machen, aber eigentlich habe ich was anderes gesucht. Macht mal wilde Dinge, während wir. Ich will nicht runterfallen, das hatten wir erst gefühlt. Ich mache jetzt lauter Dinge, die ich eigentlich nicht machen wollte. Können wir mal bitte ein magisches Geschoss rauskloppen? Oder ein Feuerball? Oder einfach Dolche? Da, magisches Geschoss. Mike, kannst du mal noch bitte was tun? Oh,
leichte Wunden heilen auf Sachensuche. Eigentlich habe ich was anderes gesucht. So, Dolche sind alle. Magisches Geschoss. Und dann hätte ich gern noch einen Zauber. Ich bin nicht bereit, runterzufallen. So, noch einer. Magisches Geschoss. Der Wurzkurz. Warnungsherz. Feuer einstellen. Ja. Hinter uns ist wirklich ein Loch. Juhu, wir haben wieder einen grauen Schlüssel. Und ganz viel Zeugs von uns geworfen. Der Stein darf da parken. Das waren Mikes Steine. Annies Dolche. Schlüssel. Einen Moment, den Stein würde ich dahin packen. Dann den Dolch dahin, den Dolch dahin. Wie kriegen wir das Loch wieder zu? Eventuell mit dem Hebel da. Zuerst mal nicht hebeln, sondern gucken. Und vielleicht mal ein Ründchen schlafen. Ja, Personen halten, habe ich die ganze Zeit gesucht. Wo ist ein... Ah, da, schwere Wunden heilen. Naja. Der Lebensbalken hat mal kurz gezuckt. Schlafen. Ah, mit Wulk müssen wir noch... ja, Wulk muss auch noch Zauber lernen. Sorry, mein Bub. Vor allem, weil ich halt ihn die ganze Zeit kämpfen lasse. Aber er hat ja auch sein heiliges Symbol oder heiliges Paladin-Symbol, wie auch immer. Jedenfalls so ein grünes Ankdingsbums. Das benutzt er während der Rast automatisch. Das hatten wir in Teil 1 schon festgestellt. Um Sprüche beten. Hä, konnte er nicht in Teil 1 schon zaubern? Hä? Ich dachte, Wulk hätte in Teil 1 zaubern können. Wie auch immer. Dann nicht. Die Schritte sind nicht zu überhören. Eine Tür mit einem Schlüsselloch. Wir haben gerade einen Schlüssel gefunden. Aber zuerst mal gucken, was hier sonst noch so läuft. Wenn ich jetzt vorgehe, kriegen wir was ins Kreuz. Wetten. Ja, da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Da sind vor allen Dingen die Hölle an Schlüssellöchern. Können die Dinger alle auf einmal aufgehen, wenn ich... Ich habe ein paar Wachen geweckt. Können wir mal bitte Gas geben? Wir haben irgendwie Wachen geweckt. Und es hat Böhm gemacht. Hä? Wache in Unterbuchse. Hi. Ich glaube, wir haben die wirklich geweckt. Da war der Gang zu Ende. Wache in Unterbuchse. Entschuldigung. Ist schon ein bisschen kindisch, aber ja. Ich stehe dazu. Okay. Ging jetzt da eine Tür auf oder wo? Hi. Ja, da ging eine Tür auf. Dann schauen wir zuerst mal, wen wir alles da noch in Unterbuchse rauslocken können, bevor wir Schlüssel verwenden. Der hat uns keinen dagelassen. Von da kommt, glaube ich, nichts. Ich wollte ans Segnen denken. Das
Segnen und Gebet. Zack. So. Das sieht recht ungemütlich aus. Das Bett ist hart und ungemütlich. Dieses Bett sieht aus, als ob es jemand vor kurzem benutzt hätte. Ja, einer der Herren in Unterhose. Ich will gerade getötet haben. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier Handy-mäßig was tun können. Handy? Nein, klappt nicht. Wieder jemand in Unterbuchse. Hallo. Sachensucher, das hier müssten die Baracken der Wachen sein. Da sind aber viele Wachen. Ja, Seitschritt bitte, danke. Rückschritt bitte, danke. Rückschritt bitte, danke. Bitte jetzt keiner von der Seite irgendwie reinkloppen. Ich glaube, ich bin richtig abgebogen. Jetzt ist doof, dass wir das mit dem Loch noch nicht geklärt haben. Könnt ihr mal bitte die Nackedeister töten? Bevor hier eins zum anderen kommt. So, ein Nackedei, ein Rüstungdreher. Wo war das Loch? Ich will nicht runterfallen. Können wir den bitte tanken? Danke. Hartfunst. Lief noch relativ entspannt. So, da hatten wir jetzt aufgemacht. Da ist noch einer mit Klamotten. Kommen Sie mal her. Zack, zack, zack. Einmal die Seite. Und tot ist er. Jetzt ist jetzt erstmal Ruhe. Bett ist hart und ungemütlich. Jetzt ist keine Ruhe mehr. Bett ist so kurz, als ob jemand vor kurzem benutzt hätte. Da ist was. Ein Pergament. Können wir das mal bitte lesen? Jasper Hauptmann der Wachen. Dies ist eines der vier Hörner. Sie dürfen nicht in falsche Hände fallen. Ich wiederhole, sie dürfen nicht. Zusammen können sie das Siegel brechen. J. Punkt. Eins der vier Hörner. Das liegt dann, denke ich mal, darunter. Jungs, wir haben zu viel Mist dabei. Oder wir brauchen noch einen NPC, dessen Inventar wir benutzen können. Wie organisieren wir das jetzt? Der Stein darf hier bleiben. Nordwind. Ja gut, vier Himmelsrichtungen. Macht irgendwie Sinn. Dann gib mal das Hornzeugs bitte zu Vulk. Du bist jetzt Herr der Hörnchen. Die Waschnische ist leer. Bett ist ungemütlich. Und es ist auch ungemütlich. Also hier werden wir nicht schlafen. Aber wir haben so ein Hörnchen gefunden. Wir wissen jetzt, dass wir vier Hörnchen brauchen. Das war die falsche Richtung. So, wir hatten noch Schlüsseldinger. Machen wir mal hier auf. Handy-Dinge? Nein. Schlüssel, ja. Wieder jemand in der Unterbuchse. Aua. Und tot. Sorry, Vulk. Da war ich ein bisschen langsam. Rückwärts. Ich war schon weg.
wieder ein paar viele. Zack, zack, seitwärts, zack, zack und rückwärts. Und noch einer in Unterbuchse. Okay, dann kannst du mal noch kurz ein leichtes Wundenheilen auf Vulk machen. Auch wenn es keinen wirklichen Unterschied macht. So, hier waren wir, glaube ich, zugange. Oder? Das sieht hier alles so gleich aus. Ich denke, hier war das mit dem Hörnchen. Wo waren wir denn jetzt? Hier. Da ist auf jeden Fall noch jemand zu Hause. Da war noch jemand zu Hause. Wieder nur Betten. Steinchen. Nee, die Waschnische ist leer. Wo waren wir jetzt noch nicht? Habe ich jetzt alle Dinge aufgemacht? Da war sonst nichts mehr. Da waren wir, glaube ich. Da waren wir. Wir haben noch einen von den Schlüsseln. Und wir müssen die Pause. Bis gleich.